Wird die Münsterner Brücke bald Weltkulturerbe? Dann wäre ja der 120 Jahre alte eiserne Brückenschlag zwischen Solingen, Remscheid und Wuppertal zugleich auch ein Brückenschlag vom technischen Zweckbau hin zum wertvollen Kulturgut. Vor der Kulisse der mit immer noch 107 Metern höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands und vor der Kulisse eines riesigen, 5 Meter breiten Diptychons zu eben dieser Brücke tagte am letzten Oktoberwochenende 2017 ein Fachkongress mit den Bürgermeistern, mit internationalen Vertretern aus Portugal, Italien und Frankreich und mit Fachleuten aus dem Bereich des Denkmalschutzes und der UNESCO. Ob es die Münsterner Brücke zusammen mit ähnlichen europäischen Brückenwerken auf eine Nominierungsliste zum Weltkulturerbe schaffen wird, ist noch völlig offen. Doch stand das Bauwerk immerhin schon als Motiv Pate für das eben erwähnte 5 Meter breite Diptychon des Remscheider Künstlers H.O. Schmidt. Dabei gewährt Schmidt in seinem Bild dem Bauwerk nicht einmal den typischen, stilistisch so wesentlichen Brückenspann. Vielmehr löst er die Elemente der Münsterner Brücke und ihrer Umgebung frei interpretierend aus dem sich präsentierenden Gesamtkontext. Auf purem Sichtbeton der Portalwand des Hauses Münsten gelingt es ihm, die Betrachter zu irritieren und gleichermaßen zu fesseln. Geordnet, aber auch verstörend, archaisch, monströs, spektakulär und voller Dramaturgie, aber nicht laut. So Schmidts Sichtweise. Links die Darstellung des Wassers, der Wupper, rechts abstrahiert die Flora. Die Mythen, die sich rund um den Bau der Brücke ranken, werden angedeutet. So soll sich der Architekt der Brücke von Riepel in die Tiefe gestürzt haben, weil sich die im freien Vorbau wachsenden Brückenhälften nicht getroffen haben. Auf Schmidts Diptychon sind es zwei Schienenpaare, die sich verfehlen. Doch mit den Mythen ist das so eine Sache, denn Riepels Sprung entpuppte sich als Legende und die Brückenhälften haben sich natürlich doch getroffen. Immerhin, mit der 107 hat es seine Richtigkeit, die Höhe stimmt. Wilhelm I. als preußischer Bauherr ist als Wochzeichen im Bild zu finden, ebenso der imaginäre goldene Niet, der bislang noch nicht gefunden wurde. Auch Pina und Wenders sind zu entdecken, diente die Brücke doch als Kulisse für Wenders Film über die legendäre Choreografin. Und auch das Wort UNESCO ist auf dem Bild zu sehen, womit wir wieder beim Thema Weltkulturerbe sind. Denn ganz egal, ob die Brücke eines Tages dieses Prädikat bekommen wird oder nicht, sehenswert ist das Bauwerk in jedem Fall. Und das trifft natürlich auch auf das Diptychon von H.O. Schmidt im Hause Münsten zu.